Willkommen zurück auf Minibrunnen. Wir sind beim Landwirtschaftssimulator und Johnny kommt zum Hauptsilo gefahren. Ja, selber im Kreis fahren kann er nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Also werde ich das Ganze von Hand machen müssen. So. Der hier ist mittlerweile leer. Ich kann schon mal auf die andere Seite rüberfahren. Und aufladen. Einmal R. Gott, die Kartoffel kann ich jetzt auch bald verkaufen. Und nochmal R. So. Lass dich mal durch hier. Ich hab's eilig. Johnny. Auch R. Oh, 137.000. Okay, das ist die letzte Fuhre Stroh. Die ist jetzt einfach nur Scheune. Die ist jetzt einfach nur, damit wir hier wieder ein bisschen Reserve haben. Bis sich für uns was Gutes findet, wo wir verkaufen können. So. Und voll. Gute Fahrt. So. Du bist auch leer. Das heißt, wir tauschen einmal blau gegen grün. Weil ich wette, der da hinten ist schon wieder voll. Ja, sage ich doch. Nein, nicht anhalten. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Soll ich jetzt hier neben dir herfahren? Komm, das ist eine blöde Idee, mein Freund. Das ist wirklich eine blöde Idee, ja? So. Du jetzt den Anhänger nehmen. Ja, da muss ich den jedes Mal abdecken. Oh, da steht der Unimog im Weg. Jetzt steht der Unimog im Weg. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, wo der kippen kann. Ah, der kann auch links und rechts. Alles klar. So. Und jetzt kannst du... Ist doch ausgerichtet. So. Hier schon wieder 22% voll. Okay. Ha. Sehr gut. Und jetzt kann ich den Anhänger hier ganz bequem wegfahren und der schon wieder am Arbeiten. Sehr gut, das steigert die Effizienz um 31,58% Punkte. So.
So. I. Ah, der kippt auch nach oben. Okay. Perfekt. Jetzt mache ich nämlich die Plane gleich rauf. Und schon können wir uns bei dem... Ist das schon die letzte Reihe? Nein. Wollte schon sagen. Aha, und du hast den Streifen stehen lassen. Okay, wie voll bist du? Ja, sag doch. Das war's. Ich schaffe es gerade mal. Den Abzug. So, ich mache das jetzt mit Absicht so weit weg, weil ich vorhabe, den Streifen, der da noch übrig ist, wegzunehmen. Ach so. Und jetzt müsste es aber eigentlich genug sein. Ups, Entschuldigung. Und H. Genau, das müsste er jetzt schaffen. Das müsste er jetzt schaffen. Oh, der schafft das gesamte Feld. Mit dem Dünger ist klar, aber auch mit dem Hafer. Ja, und hier den Anstieg. Den schafft halt nur der Case, deshalb kann ich hier keinen Unimog einsetzen. Sehr gut. Und du wirst jetzt die Silage abholen. Ah, das läuft wunderbar. Und der braucht tatsächlich noch eine zweite Tour. Okay. Was war das eben? Ach, klar. Der war ja blockiert. Entschuldigung, mein Fehler. Das war diese Mod zur Deichselblockierung. Die hatte ich beim Feldhäcksler. Beim Feldhäcksler hatte ich die eingeschaltet und dann bleibt die. Okay. So, jetzt will ich mal sehen, ob der das abladen kann. Über die Heckrampe. Ohne die Folie aufzumachen. Nee, der macht auf. Okay. Mal sehen, ob er danach wieder zumacht. Ist ja die nächste Frage. Aufmachen kann er sie gern. Oh, cool. Das gesamte Feld da hinten. Und wir sind nicht mal halb voll. Oh Gott. 600 Liter Gärreste. Und 23.000 Silage. Aber überleg mal, wir haben 300.000 Silage hier drin. Da ist die Maschine eine Weile beschäftigt. Wow. So. Voll? Leer? Nee, er macht die Folie nicht mehr drauf. Wie stehst du denn da hinten? Ah. Ah, der hat sich verrannt. Johnny, hallo, du hast einen Anhänger. Oh, verdammt. Johnny, nein.
Verdammt nochmal. Ah. Du machst den weg. Und B, du machst jetzt da hinten den Streifen weg. Und das war's dann. Und dann packst du zusammen. Gut. So, jetzt V. B. O. Und X. Alles klar. Sehr gut, Johnny. Gut hast du das gemacht. Das Feld ist abgeerntet. Und wenn jetzt der Case sagt, dass er fertig ist, dann können wir hier flügeln. I. Das Ding ist schön schnell. Ah, guck mal, der lässt wieder einen Streifen. Ach nee, der ist jetzt rückwärts gefahren. Hallo? Johnny? Naja, mach mal. Ich guck mir den mal an, wenn du fertig bist. Ja, und der steht hier immer noch rum. So. Du fährst jetzt zu Fläche A, also Fläche 1. Ach so. Und hab Spaß. Du biegst jetzt nach links ab. Der fährt hinten rum. Naja, mach mal. Und ich kann Kartoffelzirkus machen. Einmal I. Oh Mann. Oh, ich mag den neuen Feldhäcksler. Ha! So, und sobald der Case da hinten mit seinen Spielereien fertig ist. So, du wirst jetzt gewaschene Kartoffeln laden. Er zeigt mir nicht an, wie viel wir davon noch haben. Wie viel haben wir? 36.000 Liter. Oh Gott. Junge, Junge. I. Okay. Ihr wartet, du wartest, du wartest. Und du stellst deinen Feldhäcksler, also die Mega-Anhänger, den müsstest du eigentlich, ja, wo stelle ich ihn am günstigsten hin? Ach, den stelle ich hier drüben hin. Da hat er Platz, genau. Da haben sie beide Platz. So, Nummer 1. Und das Ding stellst du auch hier hin. Weil du willst jetzt den Rasenmäher holen. Der Fahrer ist angekommen bei Fläche 1. Da ist er. Sehr gut. Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist mein Feld hinten. Mein Haferfeld. So, du fährst jetzt mal bitte zum Shop. Danke. Siehst du das da hinten, Johnny? So, siehst du das, Johnny? Ich kenne jemanden, der hat nicht seine Arbeit erfolgreich beendet.
Ja. Und da Arbeit erfolgreich beendet, verstehe ich, das Feld ist erfolgreich gedüngt und gesät. Und zwar vollständig. So, aber nee, da muss der Chef wieder persönlich ran. Wolltest du mal sehen, ob ich auch Trecker fahren kann, wa? Ich sag dir, warte, ich muss mit dem Trecker hier bohren. Ja. So. Alles klar. Jetzt sind wir fertig. Also sobald wir da hinten angekommen sind. Und dann kommt das Unkraut. So. Das war's. Und das ist sogar noch halb voll. Und guckt euch mal an, wie weit das Unkraut schon ist. Ah, ich wette, der wird mir jetzt jedes Mal sagen, erfolgreich beendet, wenn so ein leerer Streifen kommt. Und am Ende darf ich das ganze Zeug alleine machen. So. Ich werde aber erstmal zusehen, dass ich hier wieder nach Hause komme. So. R. Saatgut. Oh. Oh. Wir müssen Saatgut kaufen. Dünger haben wir noch. Okay. Dann werde ich bei Gelegenheit losjuckeln und Saatgut besorgen. So, den werde ich hier jetzt nämlich wieder abstellen. Stopp. So, wo stelle ich denn das Ding jetzt hin? Ach, das stelle ich auch hier ab. Juckt doch keinen. So, zack. Jetzt brauchen wir den Pflug. Da war das gelbe Ding da hinten, wa? Ja. So. Und dafür brauchst du wieder dein Frontgewicht. Ja, siehst du? New Holland wurde gestoppt. Das ist richtig. Und schon geht's los. Hab Spaß. Jawohl. Du bist leer. Sehr gut. Dann werde ich jetzt nämlich gleich mal was probieren. So. Und zwar werde ich den Anhänger hier hinstellen. Und den Unimog einfach abstellen.
Nee, warte. Doch, den Unimog werde ich abstellen. Weil das ist ja einer mit Gripbereifung. Mit Breitreifen. So. Und den Unimog hier mit Pflegebereifung. Der hat genug Stroh verkauft. Hä? A, du machst die Türen zu. B, du stellst den Anhänger hier ab. C, warum steht der schon wieder so weit vorne? So. Ich stelle jetzt hier die Mitte. Genau auf Höhe von den Grünen. Seht ihr das? So. Jetzt nehme ich mir meinen Striegel. Der war da hinten. Das war der blaue. Genau. Da muss ich nicht aufpassen, dass ich da nicht den Flug nehme. Weil mit dem Flugstriegel habe ich mir sagen lassen, ist ungesund. So. Der Anhänger steht auch da, wo er soll. Okay. Ah, Mist. Da stand ein Schild. Na gut, jetzt steht da keins mehr. So. Einmal X. Okay. Harvey, habt Spaß. Okay, jubi, hey. Und du? Klaus wieder Kartoffeln. Oh Mann, wenn ich anfange, alles zu verkaufen, wisst ihr, was dann los ist? So, gut. In der nächsten Folge werden wir dann Saatgut kaufen. Genau. Du tankst jetzt mal ab. Und wir gucken noch mal. Genau, du. Ich bin nämlich am Überlegen, ob es funktioniert, wenn ich hier den Rasenmäher nehme, mir den Anhänger nehme so und jetzt einfach hier anfange, Rasen zu mähen. Super. Oh, hier ist noch gar nichts nachgewachsen. Na doch, er mäht ja. Freundchen, du mähst ja. Oder ist das noch nicht genug? Dann kann ich mir den Zirkus nämlich sparen. Wenn das hier noch nicht genug ist zum, dass er was im Anhänger landet.
Okay. Es ist wohl nicht genug. Schade. Ich habe jetzt gehofft, ich kann hier noch einen Anhänger voll mit nach Hause bringen. Na gut, dann müssen wir hier noch warten, bis hier was nachgewachsen ist. Und bis dahin würde ich einfach sagen, parken wir das Ding irgendwo. Ach, hier kann ich gleich hier vorne hinstellen. So, da ist er einsatzbereit. O. V. Aus. Super. Und ich werde jetzt noch einen letzten Blick werfen. Sauber machen müssen wir noch. Oh Gott. Das werden wir nächste Folge machen. Ja, guckt euch das an. 750 Liter Gärreste. 25.000 Liter Silage. Und 350.000 Liter Häckselgut. So, sehr gut. Aha. Danke. Und Kartoffelwaschanlage. Okay. Gut. Ich würde dann einfach sagen, wir lassen die Maschine mal arbeiten. Wir lassen Johnny arbeiten. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.